letzten Augustwochenende hat im Dorf Gempen das traditionelle Gempenfest stattgefunden. Das Fest hat eine Tradition, die auf 1974 zurückgeht und sowohl früher wie heute werden mit dem Erlös dorfeigene Schulbauprojekte finanziert. Entsprechend gross, entsprechend farbig und attraktiv kommt das Fest daher und über 500 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sorgen dafür, dass sich Gempen im besten Kleid zeigt und mit Verkaufsständen, Künstler und Attraktionen zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Nicht von ungefähr kommen die Leute von überall her nach Gempen und genießen die Vielfalt von Eindrücken und Spezialitäten. In diesem Jahr hat es eine spezielle Attraktion gegeben. Am Samstag und Sonntag Nachmittag hat der Kunstglasmeister Martin Stäbler sein Handwerk in der Kirche vorgestellt. Der Meister Stäbler hat vor Jahren die ganzen Kirchenfenster neu gemacht und damit eine kulturelle Höchstleistung vollbracht. Er erzählt von sich, seinem Werk und seinem Beruf, während die Pfarreileiterin Claudia Schuler über die Bedeutung der Bilder und ihren Symbol berichtet. Ja, ich wollte ursprünglich etwas in Grafik machen, habe eine Kunstgewerbeschule gemacht in Basel und habe dann eine Lehrstelle ausgeschrieben gesehen beim Schleppi in Basel, einem renommierten Glaskünstler da damals. Ist jetzt noch eigentlich, macht das immer noch. Und habe dann eine Schnupperlehre gemacht bei ihm und es hat mir sehr gut gefallen, weil es sehr viel kreativer ist oder sehr viel malerischer, als wenn man zum Beispiel als Grafiker arbeiten kann. Und habe mich dann entschieden, die Berufslehre zu machen und das Glas zu machen. Da muss man sehr viel entweder handwerkliches Geschick und sehr viel Geduld haben, weil es ist eine relativ eine langwierige Arbeit, bis man vom Entwurf bis zum fertigen Glasbild, bis man zu dem kommt, muss man also wirklich sehr viel Geduld haben und immer wieder an dem arbeiten und Verbesserungen machen. Man kann mit jedem Arbeitsgang kann man eine Sache weiterentwickeln und immer noch verbessern. Es ist immer eine neue Herausforderung. Ist also jedes Stück ist eigentlich individuell gemacht. Es ist ein Einzelstück und das ist das Schöne daran. Es ist keine Massenware, es ist ein Einzelstück. Und damit gehöre ich das Nächste raus. Was ist eure persönliche Leidenschaft für den Beruf? Ja, es ist natürlich eine Faszination mit so Farben. Also man kann nie eine Farbe schöner rausholen, als wenn es hinterleuchtet ist mit Sonnenlicht. Also es gibt keine intensivere Farbe da. Also die Farben sind wirklich das, was mich fasziniert am Ganzen. Das Licht und Farbe. Gehe ich richtig in Annahme, dass viele Aufträge halt auch religiöse Motive haben, dass sie aus Kirchen kommen? Tut ihr die Sujets selber entwerfen oder werden die vorgegeben? Ich konnte jetzt eigentlich erst eine Kirche selber entwerfen oder machen überhaupt. Ja, das ist jetzt die Kirche in Gempen und sonst konnte ich jetzt auch keine Kirche selber gestalten. Das ist ja relativ eine seltene Sache, also ich habe nicht mehr sehr viele Kirchen neu verglast. Aber es ist zu Ihrer Frage noch wegen sehr vielen kirchlichen Sachen, das würde ich sagen, ist es Kirche. Vielleicht ein Drittel vom Ganzen, was es ausmacht. Es gibt auch noch religiöse Sachen. Es gibt Glasbilder von den Grabsteinen zum Beispiel, die in letzter Zeit sehr viel mehr gemacht werden, wo ich auch noch sehr viel mache. Und der Rest ist einfach mehr profane Sachen, also sei das Wappenscheiben oder bis zum Schützenfest, wo man halt Sachen muss machen oder ganz freie, private Sachen. Dann. Das kommt darauf an, wenn man einen Auftrag hat, wo Vorgaben sind. Also je freier man arbeiten kann, desto besser ist es natürlich auch. Und je mehr Vorgaben das man hat, desto schwieriger wird es auch, die eigenen Vorstellungen durchzusetzen. Oder? Ich bin im 2009 hier auf Gempen gekommen, aber schon beim allerersten Mal, als ich die Kirche besucht habe, vor 25 Jahren, nämlich dann, wo wir ins Bierstal gezogen sind, auf Esch, hat mich die Kirche mit ihrer Atmosphäre, haben mich die Fenster fasziniert. Und dann halt wieder im 2009, als ich da angefangen habe zu arbeiten, habe ich mir dann schon gedacht, wir müssten mal etwas zu diesen Fenstern machen und einer breiten Öffentlichkeit mitteilen, was wir da für Schätze eigentlich haben. Die Fenster sind wie die alten Fenster in alten Kirchen eigentlich gemacht worden, um den Menschen Geschichten zu erzählen. Viele sind Analphabeten, das ist heute nicht mehr der Fall. Aber trotzdem ist es wunderbar, wenn wir einfach da sitzen und meditieren und uns bereichern lassen.
da sehen wir zum Beispiel, wenn wir da rüber schauen, obendran der Vogel, unten dran das Wasser mit dem Fisch und zwischendurch so die Erde und der Blitz. Das heisst, es weist hin auf das Buch Genesis, Erschaffung der Welt. Ihr habt zu all diesen Bildern auch eine kurze Meditation und Abhandlung geschrieben, habe ich gesehen. Was für eine Beziehung habt ihr zu diesen Bildern? Nicht zu allen Bildern gleich. Mich fasziniert insbesondere das Bild dort zur Linken mit der Erschaffung am Anfang, schuf Gott die Welt, Tag und Nacht, Sonne und Mond und Sterne am Himmel. Also jetzt einfach mal so von der Farbe her finde ich das für mich so am Ausdruck stärksten. Denn etwas, was mich immer wieder mit Fragezeichen zurückgelassen hat, wo ich mich aber dann drin vertieft habe, ist das erste Bild hier auf der linken Seite, wo ich denke, ja, das ist der gute Hirt, oder? Und der Künstler sagt, er sieht den Mensch als Hüter von der Schöpfung. Und das ist natürlich ein Thema heute, das ganz wichtig ist, dass wir zwar in der Bibel lesen können, wir sind die Krone von der Schöpfung, mittlerweile weiss man, das ist, wir sind ein Teil von der Schöpfung, wir sind nicht Krone, sondern wir sind dazu aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen. Und was ich wunderbar finde, dass der Papst Franziskus, unser neuer Papst, genau das Thema aufgegriffen hat am 16. März und hat gesagt, wenn wir nicht endlich dazu kommen, uns als Hüter von der Schöpfung zu sehen und wenn wir uns nicht aufraffen und etwas dafür tun, dann ist es schlecht bestellt um die Schöpfung, wo wir daran mitwirken müssen, zum Wohl der Menschen, zum Wohl der Pflanzen und der Tiere. Und wie hat der Künstler als Gesamtkunstwerk seine Aufgabe gelöst, hier neue Bilder zu schaffen? Ich meine, er hat das sehr gut gelöst. Er hat an einigen Stellen Fragezeichen aufgegeben und er hat auch selber neue Interpretationen gegeben. Nach diesem ruhigen Moment geht es wieder raus und trotzdem ist das Inhalten nicht weniger farbig und lebensfroh gewesen als Fest draussen, wo von der Sonne verwöhnt und vom Frohsinn genährt wird.